Angefangen mit dem neuen Trainer, da war es relativ holprig. Dann haben wir nach dem Augsburg-Spiel doch eine große Konstanz drin gehabt in den Spielen. Genug Punkte gemacht, kaum Gegentore bekommen. Und ja, dieses 0-6 gegen Freiburg, das habe ich aber auch direkt gesagt, das hat uns dann schon im Mark erschüttert. Das war keine normale Niederlage. Das hat uns wirklich aus den Fugen gehauen. Das hat man auch in den Wochen danach gesehen. Da kamen auch diese Flut an Gegentoren. Und ja, das müssen wir einfach jetzt verhindern in der Rückrunde. Knackpunkt vielleicht das verlorene Derby davor? Nein, das Derby war für mich nicht der Knackpunkt, weil das Derby haben wir nach 0-1 Rückstand in einer großartigen Art und Weise zurückgekämpft, machen das 1-1 und jeder, der im Stadion war, hat gemerkt, eigentlich gab es nur einen Sieger und wir machen dann eben zwei Fehler zum 3-1. Tatsächlich der Knackpunkt war das 0-6 in Freiburg.